Neuling, fragt mich so ein Student, ob jemand den Weg nach Wattenscheid kennt. Ich stehe überhaupt nicht auf dumme Fragen und werde ihn zu meinem Wagen. Ich sagte, da drin heißt... So, wir sind hier auf dem Wacken Open Air mit den Kassierern in 50 Meter Höhe auf dem Jägermeisterhochsitz. Schwindelfrei, Wölfi. Ja, sieht so aus. Also keine Angst mehr. Nein. Unten Angst gehabt? Nee, warum? Vielleicht. Ich denke, das ist so vom TÜV abgenommen. Weil dein Kollege, der Nico, hat gesagt, er ist nicht ganz schwindelfrei. Ich habe Panikattacken. Ich habe totale Panikattacken hier. Dir geht's aber gut. Ja, ich glaube, wir müssen das abbrechen. Gibt es was? Das ist nicht her. Sag mir einen Vogel im Straßenverkehr. Ich häng mich dran und ich halt ihn an. Ich hab den Mann. Ich hab ihn gefahren. So, ihr seid jetzt zum ersten Mal hier auf dem Wacken her. Was ist dein erster Eindruck? Mein erster Eindruck? Das ist ein etwas größer als dass ich das Force Attack oder ähnliche Festivals. Das ist etwas größer. Es ist irgendwie ist immer so eine Geräuschkulisse im Hintergrund, die Gespräche etwas schwierig macht. Aber damit hast du kein Problem? Doch, ich habe eine Phonophobie. Also ich kann laute Geräusche nicht ertragen. Okay, was ist dein erster Eindruck vom Wacken Open Air? Groß. Und ich habe Panikattacken jetzt. Merke ich, es kommt gerade. Du bist dem Sonnenpräsidenten, den auf der Erde keiner kennt, jetzt aber ein wenig näher. Ja, das stimmt. Freust du dich? Ich freue mich. Hast du ihn schon mal getroffen? Nein, leider nicht. Hast du den Sonnenpräsidenten denn schon mal getroffen? Den Sonnenpräsidenten? Den er auf der Erde keiner kennt. Nee, den kenne ich ja. Geht ja nicht. Auf der Erde kennt ihn ja keiner. Aber du sagst das. Du singst ja über ihn. Ja, aber nur, dass ihn keiner kennt. Soll ich dir was verraten? Verrat mir was. Das Lied mit dem ersten Menschen auf der Sonne, das ist alles reine Fiktion. Das stimmt nicht. Du willst mich jetzt verarschen. Mein ganzes Weltbild ist jetzt zerstört. Ja, das ist eben meine Aufgabe, immer wieder Weltbilder zu zerstören. Der Typ von Quell hatte keine Manieren und fing an, mich zu kritisieren. Kaum wusste, hab ich den Motor angeworfen und hielt ihn an seinen Kopf in der Morgen. So, euer letztes Album ist jetzt schon ganz schön lange her. Wann können wir was Neues erwarten? Am 24. September. Diesen Jahres? Diesen Jahres. Also schon im Presswerk und das kommt am 24. September raus und die Platte heißt Physik. Willst du uns was Ausgefallenes über die Platte erzählen? Was wird kommen? Ja, zum Beispiel spielt da das einzige Zitterorchester in Deutschland mit. Das stimmt wirklich. Das sind so 80-jährige Opas, die da so ein Zitterorchesterstück, das kennt ihr so aus dem dritten Mann. Und da haben wir uns beeilt mit dem Aufnahmetermin, weil es hätte ja sein können, dass einer der Musiker da verstirbt, bevor wir die Aufnahmen machen. Du hast deine Docs an, die bringen dir jetzt hier wenig. Traurig? Die bringen hier wenig? Na, du kannst nicht auf Asphalt laufen und alkaliresistent bringt dir hier auch nichts. Wir müssen eine neue Strophe machen, dass man in diesen Schuhen auch wunderbar sitzen kann. Okay, was wäre, wenn das Leben kein unsichtbarer Handschuh wäre, der gar nicht existiert? Dann wäre man tot. Dann wäre man tot? Ja. Wie sieht's bei dir aus? Was wäre denn, wenn das Leben kein unsichtbarer Handschuh wäre, der gar nicht existiert? Ich habe deine Frage nicht verstanden. Was wäre, wenn das Leben kein unsichtbarer Handschuh wäre, der nicht existiert? Ich würde gerne jetzt an dieser Stelle mit dir über Altershomosexualität sprechen. Okay, dann stell mir doch mal eine Frage. Ist dir der, also es ist so, ab dem 50. Lebensjahr werden 30% der Männer altersschwul. Wusstest du das schon? Wusste ich nicht. Ist es bei dir der Fall? Nein, noch nicht. Ich bin ja noch keine 50. Also ich werde jetzt 46 in diesem Jahr. Und ich frage mich, ob ich zu den 30% gehöre, wenn ich 50 bin. Gibt es denn schon leichte Anzeichen? Nee, bis jetzt noch nicht. Ich bin bis jetzt noch der heterosexuellste Mensch der Welt, aber das kann sich ja mit 50 radikal ändern. Hast du denn eine Frau? Ja, ich habe eine Frau und habe zwei Kinder. Hast du denn schon mal mit ihr darüber geredet? Nee, bis jetzt noch nicht. Aber wahrscheinlich muss ich das mal machen, wenn ich 50 werde. Also du machst es jetzt lieber im Voraus vor der Kamera als privat mit deiner Frau? Jetzt mal an dieser Stelle loswerden. Das Problem mit der Altershomosexualität. Slayer oder Metallica? Motorhead. Ja. Das ist so die Art von Musik, die so ein bisschen so mein Geschmack ist. Eine, die du kennst. Creator. Die findest du großartig.
Oder du kennst sie einfach nur? Ich kenne sie. Ich glaube, ich habe mal ein Musikvideo für die gedreht als Kameramann. So wie den Störfall? Technisch genauso, 16 mm, ja. Ich möchte nochmal auf das Thema Altershomosexualität zurück. Einverstanden. Und zwar, es gibt wirklich Fälle, wo Leute zum Beispiel Filialleiter von Supermärkten sind oder Versicherungsvertreter, die mit dem 50. Lebensjahr von dieser Altershomosexualität schlagartig befallen sind, ihre Familie verlassen, die Töchter, die Erwachsenen, sind vielleicht gerade mitten im Abitur, die wandern dann nach San Francisco aus und leben dort dann von der Prostitution. Ne? Das muss mal die Familie verpacken. Ne? Solche Fälle gibt's. Kann man denn noch weitere Filme von dir jetzt erwarten? Was? Weitere Filme? Ja, irgendwie schon. Was ist denn in Planung oder gibt's Gedanken? Also ich bastle an einem Film, der heißt Bochum, der Film. Das ist aber schon seit 10 Jahren, aber die Dinge brauchen sehr viel Zeit. Habt ihr noch einen Gruß? Wollt ihr noch was loswerden? Ja, ich bin noch auf dem Weg nach unten, aber jetzt spielen wir gleich. Willst du noch was loswerden? Ja, ich möchte meine Mutter grüßen. Ute, du bist eine herrliche alte Drecksau. Okay, danke euch.